Willkommen zur Sohle voll 12, unserem Spiel mit Generationen. Wie immer haben wir natürlich zwei Teams dabei. Einmal das Team der älteren Generation heute Abend. Herzlich willkommen. Und unser Team der jüngeren Generation heute Abend. Natürlich sind auch wie immer zwei Prominente dabei. Sie drückt noch die Schulbank. Sie denkt vielleicht dabei an Julian. Sie hat trotzdem eine 2 in Kunst und in Biologie geschafft. Ihre Fans finden, glaube ich, dass die Noten in der Schule völlig egal sind. Hauptsache, sie trifft die richtigen Noten, wenn sie singt. Und warten auf ihren nächsten Hit. Heute bei uns, Mandy Winter. Ja, er folgte erst dem Ruf seines Vaters und wurde Elektromechaniker und dann dem Ruf seines Herzens und wurde Schauspieler und Kabarettist. Ja, und wenn Sie über ihn lachen, dann verträgt er das. Er findet sogar ganz toll. Heute bei uns Ernst H. Hilbig. Ich möchte die Teams der Einzelnen vorstellen. Bei den Jüngeren kommen einige aus Methelen, aus Nelmersbach, aus Pforzheim, Innheiden und Gutenburg. Ja, und dann haben wir sie natürlich nach den Schulfächern gefragt, ne? Nach den besten und nach den schlechtesten. Und da ging das so bunt durcheinander, dass wir also zum Schluss rausbekommen haben, es gibt in allen Fächern Einsernoten und in allen Fächern Fünfer. Ich glaube, das ist repräsentativ für jede Klasse und für dieses Team. Und ich hoffe, das ist eine gute Voraussetzung für einen schönen Abend für euch. Herzlich willkommen. Bei Ihrer Jury, Herr Hilbig, kommen die einige aus Eschweiler, aus Liechtenstein, aus Düsseldorf, Gelnhausen, Karlsruhe und Ravensburg. Und wir haben gefragt, worüber Sie sich amüsieren. Also 3 über ein lustiges Theaterstück, eventuell auch mit Ihnen. Über andere Menschen, das tun Sie sicherlich auch, 3. Über Unterhaltungssendungen, zumindest einer oder ein Nee. Über Ernst Hilbig auch einer oder ein Nee. Und über mich auch. Das ist Ihr Team heute Abend. Und ich hoffe, es wird auch für Sie sehr schön. So, jetzt könnten wir... Jetzt könnten wir eigentlich anfangen. 3.100 Mark haben wir. Was brauche ich? Die Karten. Roberto? Roberto? Roberto, bitte. Robertolein, Mausilein, Mauseschwänzchen. Ach, da bist du ja. Ach, das finde ich aber lieb von dir. Danke. Hier vor allem, Mensch. Mein Cousin. Wieso nicht? Also, Roberto Capitoni. Danke, Roberto. Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich es mir überlege, kann ich es ihm nachfühlen, dass er es nicht so toll findet, wenn ich seine Kosenamen hier, was war es noch, Hasilein wird er auch genannt, Möhrchen wird er auch genannt. Also wenn ich die jetzt alle so in der Öffentlichkeit breittrete, weil, damit kommen wir zu unserer ersten Frage, in der es um 100 Mark geht, wenn man so im Lokal ist, ich habe das schon mal mitbekommen, da ruft so eine Dame quer durch die ganze Kneipe, Schatzilein, bringst du mir ein Bier? Und dann kommt zurück, aber natürlich, Schnupsi, bringe ich dir ein Bier, ich bin gleich da. Und das ganze Volk guckt sich dann an und denkt, naja, also muss ja nicht sein. Frage an unsere beiden Jurys, ist es Ihnen recht, in der Öffentlichkeit mit Ihrem Kosenamen angesprochen zu werden, ja oder nein? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Was sagt man denn zu Ihnen? Mandylein? Nein, einfach Mandy. Das glaube ich ganz nicht. Normal. Also ich habe schon auch Kosenamen. Ich persönlich stehe dazu und ich finde das auch okay. Ja. Ich glaube, das ist ein Ausdruck eines Gefühls und kann das finde ich schön. Nicht wissen. Doch, Mäuslein zum Beispiel. Mäuslein, ja. Also gut. Mäuslein. Was haben Sie dabei für ein Gefühl, wenn Sie hier so alle Leute sehen? Ich schäme mich nicht, also ich finde es okay. Also wenn das in der Öffentlichkeit passieren würde, dann... Ich finde es gut. Also ich finde, das ist ein Ausdruck eines Gefühles und das finde ich immer gut, gerade bei jungen Leuten. Wie viele unter Ihren jungen Leuten finden das denn okay,
wenn man sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit Schnurzelchen nennt? Ich glaube, 8. 8 finden es gut? Ja, kann ich das sehen? Ah, die anderen genieren sich. Nur 2. Die anderen bleiben lieber bei Sabine, Michael und Susanne. Ja, eine Differenz von 6 Punkten hier. Was soll ich denn zu Ihnen sagen? Tja. Wenn wir uns ein bisschen länger kennen würden. Also es geht um Schnurzelchen? Ja, ich weiß nicht. Ist es Schnurzelchen oder ist es was anderes? Ja, also, wenn man natürlich jetzt Schnullebums oder Kopfkissen zur Wühlerli und so. Erstens dauert es auch zu lange und so. Aber wenn Sie sagen, wenn es Macht der Gewohnheit ist, dann ist es ja eigentlich was, wo die anderen eigentlich neidisch werden könnten. Ne? Eigentlich. Also Kopfkissen zur Wühlerli. Ja, also, bring mir bitte ein ja Bier, hört sich schon etwas merkwürdig an. Das dauert auch zu lange. Ja. Also, nur ist ja auch bei Älteren ist ja so, die fühlen sich dann auch wohl und so. Und dann ist ja auch ein Ausdruck des Sich-Mögens. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch welche, die genieren sich vor der Enkel. Eben. Nee? Also würde ich sagen, wie bei uns viele mögen finden es gut, ja? Mögen täten, wo, wie ich das sehe, 8. 8? Dann würde ich das eingeben. Ja, dann gibt es sofort 8. 8 mögen es, das möchte ich sehen. Ha, nur 4. Die anderen möchten das gerne ganz privat für sich behalten. Kann ja, aber ich auch die verstehen. Sich. Ja, ja, aber doch nicht in der Öffentlichkeit. Das ist ja keiner Postgeheimnis. So, wir haben hier eine Differenz von 4 Punkten bei der älteren Jury und eine Differenz von 6 Punkten bei der jüngeren. Und damit gehen die ersten 100 Mark mal erst auf das Konto des älteren Teams. So. In Schwandorf. Im Landkreis Schwandorf macht man sich Gedanken, die Behörden machen sich Gedanken und die Besitzer von Pensionen machen sich Gedanken über den Tourismus. Und zwar deswegen, weil es jetzt eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage dort gibt in Wackersdorf. Und man meint, es könnte ja sein, dass deswegen die Touristen wegbleiben. So, jetzt stellen wir uns mal vor, Freunde haben Ihnen gerade begeistert erzählt von einer ganz tollen Urlaubsgegend, in der es alles gibt, was Sie haben wollen, meinetwegen Berge und Seen und alle möglichen Freizeitmöglichkeiten, preiswerte Pensionen, preiswerte Hotels, es ist alles da. Es gibt nur eine kleine Sache dabei. In etwa 3 Kilometer Entfernung von diesem Ferienort gibt es ein großes Kernkraftwerk. Frage 2, 200 Mark stehen auf dem Spiel an beide Jurys. Machen Sie nun trotzdem Urlaub am Atommeiler, ja oder nein? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Ja, das ist natürlich. Ja, wohin fahren wir denn jetzt? Das ist, ich dachte, es wäre eine Unterhaltungssendung. Jetzt wird es ja im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Ja, also Sie fahren nicht, habe ich das schon. Ja, so ist bei Älteren, die sind ja auch schon wieder risikofreudig. Und wenn da nicht zu viel Tiefflüge sind, ne? Der Börner ist gerade weg und wie tief der neue fliegt, weiß man ja noch nicht. Und wie lange ist der Atommeiler schon am Netz da? Och, der ist schon einige Zeit, der steht da schon so vor sich hin, doch. Und wenn es dunkel ist, leuchtet aber noch nichts? Nee, leuchten tut er noch nicht, ne? Naja, aber auf der anderen. Es werden, einige werden natürlich auch wieder auf. Und ohne Hund und ohne Goldfisch, ne? Also die genau. Einige die haben lieben ja, lässt man zu Hause. Die lässt man zu Hause. Aha. Nur man selber ist risikofreudig. Also so, unsere Crew sehe, die haben so doch mindestens 6 haben einen Hund oder sowas und die fahren dann nicht hin. Aha, mit Rücksicht also auf das Tier. Und wie viele fahren jetzt? 6 fahren da trotzdem hin. 6 fahren hin? Ja. Okay. Mach ich das? Ja, 6 sagen Sie fahren hin. Wie viele fahren tatsächlich? Jawohl. 9 fahren sogar. Sie, Anna Kupp. Risikofreudig. Genau. 3 Punkte Differenz bei 9-6. Dieselbe Frage an Sie. Wohin fahren Sie? Wohin? An einen anderen Ferienort oder dahin? Also ich persönlich würde nicht dorthin fahren. Ich komme zufällig auch aus der Gegend, also ich bin dort geboren. Und meine Verwandten wohnen dort noch. Und ich bekomme das mit und ich bin der Meinung, es gibt schon genug Bäckerell. Man sollte das nicht auch noch unterstützen. Und ich glaube auch gerade junge Leute, das sieht man ja auch an den Demonstrationen, ich glaube nicht unbedingt, dass die dort Urlaub machen würden. Ich tippe auf 0. Also keiner fährt hin. Keiner macht Urlaub. Ich habe aber gefragt, wie viele Juroren machen Ferien dort? Also keiner. Genau, 0. Keiner. So, das will ich jetzt sehen, ob das stimmt. 4 fahren hin. 0-4. 4 Punkte Differenz.
Und bei den Älteren 6:9, 3 Punkte Differenz. Und damit gehen 200 Mark für die Ferien auf das Konto des älteren Teams. Und jetzt kommt die Sensation. Roberto hat eine Firma gegründet. Diese Firma heißt OTA, auf Deutsch Oriental Teppich Airlines. Sie sehen ihn, er eröffnete heute mit einem Rundflug über Baden-Baden. Es gibt genügend frische Luft, wie Sie sehen. Abgasfrei, geräuschlos, wunderbar. Er setzt zur Landung an. Hervorragend. Ja. Roberto sucht neue Kunden, natürlich, für die OTA. Er sucht neue Kunden und er hat einen Jumbo-Teppich, auf dem hätten zum Beispiel 24 Leute Platz. Die Frage jetzt an unsere beiden Jurys: Würden Sie, gehen Sie mit so einem fliegenden Teppich, wenn er fliegen täte, in die Luft, ja oder nein? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Muss ja aufpassen. Ja, also erstmal möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie das machen würden. Ist wirklich das Allerneueste im Punkte Umweltschutz. Also ich kann nur eins sagen, ich würde ein UFO bevorzugen, weil ich da nicht runterfliegen könnte, aber... Auch nie mehr runterkommen würde vielleicht. Das führt Sie ins All. Naja, das ist abenteuerlustig und die junge Generation, wohlgemerkt, glaube ich, ist abenteuerlustig. Und ich auch mit so einem Ding? Ja. Ja. Doch. Gut, vielleicht also ja wie viele setzen sich... Es ist ja auch ein Herr da, der diejenigen festhält. Ja. Denke ich doch, oder? Ja, Roberto hat ja... eben. Ja, gut. Also, wie viele fliegen auf diesem Teppich mit? Ich schätze... 9. 9 fliegen mit. Das würde ich gerne sehen. Ja! Das hätte ich nicht gedacht. Das finde ich wirklich super. Das ist ein Zeichen von großer Fantasie. Ich finde das super. Also das sind jetzt 3 Punkte Differenz, 9:12. Wir müssten so ein Ding einfach erfinden, ne? Wenn die Leute das wollen. Was würden Sie machen? Ja, bei uns ist ja ganz... Wir sind zwar die Eltern, aber es muss nicht bedeuten, dass wir nicht noch was vom Leben haben wollen. Und uns ist das ganze Leben gesagt worden, bleib auf dem Teppich. Also wenn wir auch nicht runterfallen, dann gibt es ein paar Omas, die sind dann noch ein bisschen vorsichtig. Und dann ist auch ein Onkel, der hat die Rente noch nicht ganz durch. Und denkt, also ich würde sagen, bei uns sind es 8, die mit mir auf den Teppich gehen. Aha, gut. 8 Kunden? 8 Kunden. Eieiei. Ganz schön mutig. Nee, er muss jetzt dabei bleiben. Ach so, jetzt beim Prozess. Nee, so machen wir das nicht. Also 8, das möchte ich sehen. Das nennt man Folgenbeeinflussung, was da gerade gemacht hat. 6 fliegen immerhin mit. Na, immerhin. Differenz 4 und 9:12, 3 Punkte, das ist wahnsinnig knapp. Also gehen 400 Mark auf das Konto des älteren Teams, tatsächlich. Kontostand ist jetzt 700:0. Das kann sich drastisch ändern. So. Und, oh, da kommt ja schon wieder Roberto, na endlich. Roberto landet im Studio bei uns, auf seinem schönen Teppich. Du kannst ja gleich eine ganze Menge Leute einladen, Roberto. Das finde ich auch ganz gut. Aha, da bist du ja endlich. Was machst du denn jetzt? Ich denke, du willst die Leute aufladen. Jetzt sammelst du das einfach ein. Aha. Roberto parkt den Teppich. Bei einer Teppichparkuhr. Mein Gott, das musst du auch mitnehmen. Ist das dein Navigationsinstrument? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich danke dir. Roberto ist einfach, er ist einfach vorbildlich. Wenn man sich überlegt, er geht hin und parkt seinen Teppich an der Teppichparkuhr. Also das finde ich wirklich toll. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie das bei uns wäre. Sind wir natürlich bei Frage 4. 800 Mark sind dafür ausgesetzt. Also wir kommen jetzt auch eilig natürlich angefahren mit dem Auto. Und die Uhr zeigt, dass wir bereits zu spät sind zu einer Verabredung, meinetwegen mit dem Zahnarzt. Ah, und Gott sei Dank die Parklücke, Sie rein, an der Parklücke eine Parkuhr, Sie kramen, stellen fest, kein Kleingeld. Frage jetzt an unsere beiden Jurys.
Gehen Sie irgendwo hin, um Geld zu wechseln und die Parkuhr zu bedienen? Ja oder nein? Bitte stimmen Sie jetzt ab. So was nennt man übrigens Feedback, wenn also Leute einem sagen, ja, wie sie so fühlen, denken. Hm. Gut, also Herr Bick, was machen Sie? Ja, es ist so, es ist, wir haben es ja eilig, ne? Wir haben's ja, Sie, was hat man so in Schauspielerkreisen, eine Verabredung zum Vorstellen oder wie geht das da? Ja? Das ist für mich anders, aber eine andere Geschichte. Jedenfalls, wenn ich die Kiste erstmal drin habe in der Parklücke ja. und dann will ich los und habe dann keinen Groschen mit, dann ist das also vorher, aber auf jeden Fall versuchen tun es viele bei uns, also wenn es natürlich also über 20 Sie Minuten nicht, dauert. Habe ich das richtig mitgekriegt eben. So weit wollte ich nicht ehrlich ja. sein, aber versuchen tun es viele bei uns. Ja. Ich tippe auf mindestens 10 von uns gehen wechseln. Mindestens 10 gehen wechseln. 10 gehen wechseln? Oh. Ehrlich? Ich habe ja nicht gesagt, wie lange. Okay. 10 gehen wechseln. Das Ergebnis möchte ich sehen. Wow! Donnerwetter! Gut! 10 zu 11. Totaler Wahnsinn. Das Glück Wahnsinn. Ist auf deren Seite, ja. habe ich das Gefühl. Also, was würden Sie machen? Also, ich gehe ja mal von mir aus. Ich habe sehr wenig Zeit und ich glaube, ich würde nicht gehen und Geld wechseln. Mhm. Denn wenn ich bedenke, wenn ich das alles zusammenrechnen würde, was ich da verlaufen würde, dann könnte ich im nächsten Marathon mitmachen. Also, ich glaube auch. Nein, ich glaube, dass keiner es machen würde. Ich tippe auf keiner geht wechseln? Okay, ja. Risiko, Risiko, das möchte ich sehen. Drei, es ist doch... Ah, 0 zu 3, 3 Punkte bei hier und beim älteren Team 10 zu 11, 1 Punkt. Und es gehen lauter Sachen, die Sie wechseln können, ne? 800 Mark gehen auf Ihr Konto. Es ist wirklich selten, dass sich Ehrlichkeit lohnt, ne? Wir denken aber ja in diesem Abschleppgebühren. Fall, ich muss wirklich sagen. Die Abschleppgebühren sind ja dann noch mehr. Also ja, das, ja, ist, das ist auch Geiz dabei. Richtig. Sollten noch mal drüber nachdenken, ne? Scheinbar, also irgendwie, doch, toll. Also, wir kommen zu unserer fünften Frage. 1.600 Mark. Damit kann man die anderen übertreffen, kann ich nur sagen. 1.600 Mark stehen zur Disposition. Ja, es ist seit längerer Zeit ja ein Trend, weniger Fleisch zu essen, weniger Wurstwaren zu essen. Begründung bei denen, die das tun, also weniger Fleisch und Wurst zu essen, ist sehr häufig, Proteine, also tierisches Eiweiß wäre nicht so sehr gesund und tierisches Fett wäre auch nicht so gesund und man bekäme eventuell ein bisschen Gicht davon, eventuell Rheuma und so und es wäre nicht so toll. Und die essen dann furchtbar viel Grünzeug. Möhrchen und Körnchen und Spinat und so. Und dann sagen die anderen natürlich, die trotzdem ihr Fleisch essen, naja, esst ihr ruhig euren Spinat, da gibt es dann Becquerel drin und in den Möhrchen sind vielleicht Herbizide und in euren Körnchen, da sind vielleicht Überreste von Düngemitteln drin. Also so gesund ist das auch nicht, was ihr da macht. Frage ist aber jetzt an beide Jurys, glauben Sie, egal was Sie tun, ob Sie Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, egal wie, glauben Sie, dass Vegetarier doch gesünder leben, ja oder nein? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Eine schwere Frage. Ja, erstmal möchte ich wissen, was Sie machen. Also ich esse sehr vielseitig. Ich bin kein Vegetarier, aber ich esse nicht sehr viel Fleisch. Ich ernähre mich mehr mit Fisch und Gemüsen. Aus welchem Grund? Mir schmeckt es einfach besser. Also nicht irgendwie, weil Fleisch eventuell irgendwas hätte? Oder? Ach mein Gott, ich meine, im Endeffekt steckt überall irgendein Medizinzeug oder irgendein Düngemittel drinnen. Also ich glaube, also das ganz glaube ich Ihnen das nicht, weil eben nicht in allen Diätbüchern, in allen Zeitschriften steht immer drin, wenn man sich gut ernähren will, will seine Figur behalten, dann isst man Fisch und dann ja. isst man Körnchen, isst ja. man Grünzeug, hat was damit zu tun. Ne? Hat schon. Am besten ist, man hat seinen eigenen Biogarten zu Hause. Das ist natürlich das Optimalste. Aha, einen eigenen Biogarten, haben Sie das? Nein. Aber die Eltern oder irgendjemand in Schwandorf?
In Schwandorf, ja doch, die haben schon einen Garten, die bauen noch selber an. Aha, daher das kommt es dann vielleicht. Das finde ich auch gut. Also Sie sagen, ein bisschen weniger reduzieren, etwas veränderte Kosten. Ist das richtig? Habe ich Sie so verstanden? Ich glaube, dass es auch recht vielseitig ist. Es ist schwer, alles zu sagen. Also die Frage war jetzt, ist vegetarische Kost, ja. Wie viele glauben, dass vegetarische Kost gesünder ist? Wie viele glauben, dass sich Vegetarier gesünder ernähren? Also gesund schauen sie alle aus. Ja, ja. Ich schätze, ich glaube, dass fünf sagen, dass es gesünder ist. Die Vegetarier leben gesünder. Alles läuft. Die Müsli-Freaks sind unter uns. 5-8. 3 Punkte Differenz. Es ist wahnsinnig schwer. Ich weiß. Es ist wahnsinnig schwer. Was ist hier gelaufen? Hier herrscht eine merkwürdige Stimmung. Nö. Aha. Es ist vom Essen geredet worden. Nächstes stelle ich mal jemand hier hin, der hier aufpasst. Also, wie sieht es aus? Bei Ihnen ist vom Essen. Ja. Es ist so. Man möchte mal ab und zu saftig Schnitzel essen. Gillen. Mhm. Aber gefragt ist ja, ob die Einsicht da wäre. Trotz Wenn des Schnitzel ich hier essen. So sehe, die Einsicht ist auch da, dass man weniger. Und ich habe jetzt auch inzwischen eine tragende Rolle. Also ich weiß auch, dass ich der Einsicht bin, ich sollte etwas weniger wiegen. Und so, aber wenn ich es so sehe, ne? Das Doch, Fleisch ist willig, aber das Fleisch ist ja auch schwach. Der Geist ist schwach, oder? Dann wird man ganz einfach sagen, ich sehe es zwar ein, aber heute Abend haue ich mir ein schönes großes Eisbein hinter die Binde oder so. Also einsehen tun es bei uns mindestens 9. Mindestens 9? Den anderen ist es ganz egal, weil die sagen, dann wachsen mir die Mäuern an die Ohren. Also 9. Also gut, 9 sehen es ein, Vegetarier leben gesünder. Ja. Noch mal ein bisschen länger drücken, damit es stehen bleibt. Ja, okay. Noch nie da gewesen, solange ich Solo für 12 mache. Noch nie da gewesen. 5-8, 3 Punkte Differenz beim jüngeren Team. Kontostand 0. Das müsst ihr. Ich meine, das ist eine Sensation, was heute Abend hier passiert ist. Eine Sensation. 9-9, Übereinstimmung. Und damit gehen 1.600 Mark auf das Konto der älteren Jury. Und es ist zum ersten Mal, dass diese das ganze Geld bekommt. Es ist also wirklich irre. Mit 3.100 Mark heute Abend Sieger. Irre. So, das wäre es jetzt für die Fleischesser, würde ich sagen. Die können jetzt alle gehen. Die Vegetarier bleiben alle hier, denn für die haben wir gesorgt. Es gibt eine ganz gesunde Torte. Roberto? Ach, Roberto, du legst mich wieder rein. So, wenn Sie anschneiden wollen, dann, ey, ermorde mich nicht mit deinem Messer. Mensch, die sind ja sogar echt. Das schmeckt ja toll. Das war Solo für 12. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. So. Kommen Sie bitte.